Hallo Leute, heute stelle ich euch den Pumpkin Duke vor, also Kürbisherzog, auch Pumpkin Duke genannt, vor. Dieser hat eine Fähigkeit, die wird Zelebrieren genannt, und die erhöht auf 1 von 9 den Angriff, die Angriffsrate und die Bewegungsgeschwindigkeit von Verbündeten 8 Sekunden lang um 10%, auf 2 von 9 auf 15%, 3 von 9, 20%, 4 von 9, 25%, 5 von 9, immer im 5% Schritt hoch. Ja, so sieht der Feld aus. Er ist ein physischer Held oder ein Held, der physischen Schaden zufügt. Er ist ein Nahkämpfer und Talente eignen sich auf ihm hohes Erquicken, hohes Berserker. Und als 2 Talent habe ich jetzt, Lebensentzug, damit er sich heilt, aber auch wiederbeleben oder Flammenwache oder halt Hartnäckigkeit, damit er mehr Leben bekommt. Ja, im Angriff sieht es so aus. Der Kürbisherzog greift mit einer Attacke an, die so, wie wir hier sehen, so wie wenn er eine Hand schnell oder, und der wird dann immer schneller, wenn er, also jetzt ist er wieder langsam, und jetzt hat er geprockt und jetzt wird er schneller. Genau. Das war's auch eigentlich schon. Den Pumpkin Duke, das ist ein Game-Only-Video. Das heißt, man kann ihn nur mit Gems, also nur durch das hier. Das war's auch eigentlich schon. Er lohnt sich für den Bosskampf, für Sturmleser 1, Chaosschlucht, HBM, Wellen, also Wellen, Heldenproben und im Verschollenen Reich. Es ist einfach ein Held, der für das Spiel sehr wichtig ist. Ihr könnt auf der Wiki, also einfach im Internet Castle Clash Wiki eingeben, dann findet ihr eben die Wiki-Seite, also wie Wikipedia, bloß halt über Schlosskonflikt. Und könnt da dann ganz einfach nachschauen, was der Pumpkin Duke noch kann, auf welchem Level er wie viele Leben hat. Ja, ich würde sagen, das war's. Und dann, tschüss.